Frau Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Genau, ich möchte auch nochmal drei Punkte einbringen, also einmal zu dem Thema Parkhäuser. Ich würde mich ja interessieren, wo Sie die Enteignung eigentlich gelesen haben. Für alle, die den Antrag nicht vorliegen haben, lese ich nochmal vor, was zu den Parkhäusern in unserem Antrag steht. Für die Parkhäuser innerhalb der Zone werden alternative Nutzungen entworfen, beispielsweise kulturelle. Wo der Eigentumswechsel stattgefunden hat, in dem Entwurf, in der Planung, in den Besprechen zum Beispiel auch mit Galeria Kaufhof, könnte man dann die Fläche auch nutzen? Sehe ich nicht. Im Gegenteil, ich bin in anderen Fällen durchaus für Enteignung, aber ich glaube, gerade Parkhausbesitzer in der Innenstadt könnten auch ein Interesse haben, dass das anders genutzt wird, wenn dort keine Autos mehr fahren. Weil ein Parkhaus ohne Straße ist natürlich wenig wert. Es gibt aber weiterhin um die Innenstadt Parkhäuser, die ja auch weiterhin genutzt werden können. Das ist auch alles nicht so weit, also Fünffensterstraße etc. Wir haben die Parkgebührenzone. Wenn man es in so einem Gebiet natürlich so anpackt, muss man die Parkgebührenzone außenrum auch erweitern. Weil ansonsten wird nur der Druck in den direkt angrenzenden Gebieten erhöht. Das Problem haben wir ja auch zum Beispiel in der Unterneustadt. Und da sind Anwohnerinnen, die würden sich wünschen, dass neben Anwohnerparken ansonsten gebührenpflichtige Parkplätze sind, damit eben nicht der Stadtteil immer direkt für diejenigen genutzt wird, die halt nicht in der Innenstadt parken wollen oder weiterfahren. Der Punkt Autopreisprämie. Wir sind absolut dafür, dass ein Jahresticket günstiger ist als 825 Euro, weil 825 Euro ist nicht günstig. Also es ist teuer, deswegen können sich viele das auch nicht leisten oder es lohnt sich gar nicht, das Jahresticket so zu bezahlen. Mit der Autofreiprämie ist aber eben die Zielgruppe, sind ja die Autobesitzer, damit sie sich entscheiden, okay, jetzt gebe ich mir einen Druck, das ist eine gute Gelegenheit zu sagen, ich lasse es jetzt stehen, gerade auch angesichts der steigenden Preise, ich nutze die Gelegenheit, melde es ab und hole mir dafür das Jahresticket. Wir haben hier auch, das ist auch aus anderen Städten angelegt, also dass sie finden, dass alle anderen Städten in den Wolken leben, finde ich auch mal wieder erstaunlich. Ist keine Idee von uns, sondern ist aus anderen Städten übernommen, dass eine Autofreiprämie so ausgestaltet werden kann. Wir sind da auch noch oft ernsthaft darüber zu diskutieren, wie denn sowas aussehen könnte. Ich höre halt keinen Vorschlag von Ihnen, wie Sie die Pkw-Zahlen nach unten bringen wollen, außer warten wir mal aufs Konzept. Warten wir mal, bis das Umsetzungskonzept dann geprüft ist. Dann kommt wahrscheinlich der nächste Prüfantrag und so weiter. Genau, von daher bin ich gespannt auf die besseren Vorschläge, wie die Pkw-Zahlen gesenkt werden sollen. Aber eigentlich höre ich hier, das ist alles schon in Ordnung. Das ist uns zu wenig.